Nach dem Spiel ging es noch mal richtig rund. Nagelsmann musste wohl noch ein bisschen Druck ablassen, klopfte an die Kabine der Schiedsrichter und fluchte weichgespültes Pack. Die Erklärung folgte dann auf der obligatorischen Pressekonferenz. Ich nehme schon mal vorne weg, bevor mich jetzt 8 Leute dazu fragen. Natürlich habe ich mich in der Mixzone aufgeregt, aber nicht jedes Wort bitte auf die Goldwaage legen. Ja, gibt Emotionen in diesem Sport, davon lebt er auch. Ist jetzt nicht alles richtig, was ich da sage oder von mir gebe. Von dem her jetzt nicht 18 Nachfragen und nicht auf jedes Titelblatt bitte. Wir hätten gern gewonnen, das haben wir nicht gemacht, deswegen Glückwunsch an Gladbach. Und an meinen Kollegen natürlich auch persönlich und euch alles Gute. Zumindest seine Emotionen hatte er auf der PK wieder im Griff, aber auf die Titelseite, da hast du es trotzdem hingeschafft. Ja, bitterer Spieltag für die Bayern und die Gladbacher, die haben sogar nochmal nachgetreten und zwar auf Twitter. Wenn du Sommer kaufst und trotzdem Gladbach nicht schlagen kannst, frech, aber aus neutraler Sicht zumindest auch ein bisschen lustig. Aber liebe Borussia, wenn ihr denkt, dass wir den Post nicht finden, nur weil ihr das Ganze auf dem internationalen Account postet, dann habt ihr euch geirrt. Ob Oli Kahn über die Nummer lachen kann, bezweifle ich, aber solange Bayern mit Sommer Meister wird und vielleicht sogar in der Champions League ein Wörtchen mitredet, können doch beide Parteien glücklich sein.